Ja, hallo, hier sind Markus Jungblut, Gordon Hanwald und Tim Kostetschka. Wir kommentieren heute die Mask-Folge Die Schwingungsbombe. Ja, das ist eine relativ interessante Folge, weil hier ein sehr schönes neues Fahrzeug vorgestellt wird. Aber dazu nachher noch ein bisschen mehr. Und zu diesem Fahrzeug gibt es eine Besonderheit zu erzählen. Wenn ich Tim so sehe, hat er ein Lächeln im Gesicht bei der Titelmelodie. Ja, das ist wohl richtig. Das ist die Melodie, so wie ich sie kennen und lieben gelernt habe. Ja. Und wie gesagt, immer noch mit dem gewissen Gänsehautgefühl. Ja, das gehört einfach dazu, das ist wichtig. So, wir starten mal wieder im Ausland. Genau. Wir finden uns in Hongkong. Als Anerkennung für die große Kulturelle. Ja, Matt ist mal wieder für wohltätigen Zweck unterwegs und wird jetzt dieses Gebäude eröffnen. Es wird sogar nach ihm benannt. Wissen Sie, das ist mein Vater. Ich bin der Sohn von Matt Tracker. Und ich bin T-Bob, sein Roboter. Und jetzt, meine Damen und Herren, wird Matt Tracker das Band durchschneiden. Eine Bitte, mein Sohn soll dabei sein. Ich darf korrigieren. Matt Tracker und sein Sohn. Ja, und dieses Mal gerät Scott hier ausnahmsweise mal nicht aus eigener Schuld in den Mittelpunkt, sondern Matt sorgt mal dafür. Das ist eine große Ehre für dich. Mach schon, Scott, das ist doch genau das Richtige für dich. Matt sehr ungern alleine reist, hat er natürlich auch wieder einen seiner Freunde dabei. In diesem Fall ist es Alex. Bist du fertig? Also, dann zusammen. Oh. Ja, wie es aussieht, hätte unser Band nicht durchschnitten werden soll. Das war wohl ein tragendes Band für dieses Gebäude. Ja, da hat das neue Gebäude ja nicht allzu lang gehalten. Der neue Gebäudekomplex, der nach Matt Tracker benannt wurde, ja, ist leider am Einstürzen. Jetzt hoffen wir, dass es mit dem echten Matt nicht das gleiche Schicksal blüht in dieser Folge. Aber das kann natürlich nicht mit rechten Dingen zugegangen sein. Nein, da wird natürlich wieder jemand seine Finger im Spiel haben. Ja. Lass uns überraschen, wer es sein wird. Was hat er denn damit gemeint? Bevor wir dieses Gebäude errichten konnten, musste ein altes, verlassenes Waisenhaus abgerissen werden. Das ist ja in Filmen auch schon immer ein schlechtes Zeichen, Friedhöfe oder Waisenhäuser oder Kirchen zu beseitigen. Das bringt grundsätzlich Unglück. Allerdings, kannst du mir helfen? Ja, Alex ist auch schon der Lösung auf der Spur. Das klingt hohl. Glaubst du, das ist ein hohler Stein? Natürlich wieder Spezialgerät zur Hand. Man hat ja auch immer alles in seinem kleinen Handgepäck fürs Flugzeug, wie ich hoffe, technisiert. Ja, ja, da ist natürlich immer ein Ultraschallgerät dabei, oder? Ich meine, habt ihr euch nicht da, oder? Ja, auch Reno ist wieder im Einsatz. Und ich hoffe, hat wieder Kommandozentrale. Genau. Mit dem TV-Satelliten. Mit dem TV-Satelliten, genau. Aber auch nur als Spielzeug in Deutschland. Die Amis hatten ja dann doch mehr Glück und die durften eine echte Rakete haben. Wobei es dies ja in Amerika in Schwarz und Europa in Grau gab. Ach du lieber Himmel, das ist irgendeine elektronische Erfindung. Hoffen wir, dass der Computer herausfindet, wozu sie gut ist. Was immer es auch sein mag, wir müssen uns beeilen. Ja, und wieder ein Fehler in der Folge, wie man gerade gesehen hat, war der Stein in der einen Einstellung eben kaputt. Man sah die Pyramide und eben waren online. Und da sind wir bei dem neuen Fahrzeug, was diese Folge eingeführt wird. Shark. Gefahren von Gloria Baker. Genau, den 928er Porsche. Shark gab es ja nie als Spielzeug zu kaufen. Genau, und es wurde wohl auch nie ein Prototyp hergestellt, zumindest nach Aussage von einigen Kennermitarbeitern. Gab bei dem Fahrzeug wohl rechtliche Probleme mit einem Fahrzeug von James Bond, mit einem Lotus. Aus welcher Folge, Tim? Weißt du das? Das war der Spion, der mich liebte. Genau, richtig. Mit Roger Moore in der Hauptrolle damals. Ja, und da sich die Fahrzeuge wohl zu sehr ähnelten, wurde, oder ja, gab es kein Prototypen, es gab halt lizenzrechtliche Probleme. Das ist wohl die offizielle Aussage. Weiterhin dabei ist das Fahrzeug Gator mit seinem Piloten, Dusty Hayes. Die immer wieder niedliche und hübsche Gloria. Hat doch jeder Junge geschwärmt für, oder? Eine Schwingungsbombe? Das ist was Neues. Wie funktioniert sowas? Dieses Ding kann die Vibration eines Objekts messen.
So können zum Beispiel Soldaten eine Brücke zerstören, indem sie ganz einfach im richtigen Takt darüber marschieren. Irgendeine Idee, wer dahinter steckt? Darüber hat der Computer keine Informationen. Wer wird sein? Darüber hat der Computer keine Informationen. Das ist mal eine ganz neue Aussage, dass der Computer mal etwas nicht weiß. Ja, der Computer weiß sonst eigentlich alles. Ja, und Scotty und Tiber belauschen natürlich die Situation und werden sich sicherlich gleich wieder mal alleine auf den Weg machen, um der Lösung auf den Grund zu gehen. Kann man davon ausgehen. Ja, und schon geht's los. Ja, Tiber zittert vor Angst. Ich hoffe, dass dieser tragbare Seismograph uns rechtzeitig warnt. Es ist ein höchst sensibles Gerät. Es spricht auf die geringsten Vibrationen an. Wie man schon sieht. Ja, wer sind diese Vibrationen diesmal? T-Bob. T-Bob, was soll denn das Kissen? Oh, eine sehr interessante Vorstellung, ein Roboter, der Schluck aufhat. Was du machst, um dir vielleicht helfen zu können. Ja, T-Bob ist doch, wie man in vielen Folgen feststellt, nur allzu menschlich. Ja, da wurde wirklich relativ viel Menschliches reininterpretiert. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber T-Bob erinnert mich auch immer verdammt an R2-D2. So allein vom Aussehen. Doch, ein wenig schon. Ich würde mal behaupten, dass das wohl auch als Vorlage diente. Ich hoffe, ich kann mich auf dich verlassen. Ein wenig von den Armen her. Kennt ihr noch Robi, Tobi und das Flittertü? Nein. Ja, das sieht ähnlich aus wie T-Bob. Ja, das ist richtig. Ich meine das Restaurant Goldene Drache. In dem Moment, wo sie es zerstört haben, überweise ich das Geld auf ihr Schwester. So, jetzt schwenkt die Szenerie auf die böse Seite. Ja, aber... Wo Intrigen geschmiedet werden. Maskrite ist ja diesmal mit einem neuen Gegner zu tun zu kriegen. So sieht es im Moment jedenfalls aus. Ja, es war anscheinend relativ fiesen Geldsack. Aber auch Venom hat natürlich seine Hände mit dem Spiel, hier in Form von Sly Rex. Und da haben wir Shark. Da haben wir ihn endlich. Den weißen Porsche. Ich hätte ihn als Kind nur zu gerne gehabt als Spielzeug. Habe ich doch immer sehr getrauert. Aber ja, da haben wohl alle drum getrauert. Ja, aber wir hoffen ja immer noch, dass irgendwann mal irgendwo ein Prototyp auftaucht. Vielleicht bei der Firma Nixbo? Genau, vielleicht möchte Nixbo ja unter die Spielzeughersteller irgendwann gehen und dann werden sie uns einen Shark geben. So, jetzt hat auch schon der Einsatz begonnen von Mask. Alex und Matt und Gloria sind bereits vor Ort. Und Alex stürzt sich todesmutig in das einsturzbedrohte Haus. Aber es ist doch mal schön, wenn man eine Flugmaske hat, oder? Das ist wohl richtig. Würde mich auch begeistern. Und es ist diesmal nicht Matt, der die Initiative ergreift. Nein, diesmal hat Matt ihn nur losgeschickt. Muss ja auch mal sein. Ja, und dann Scott und T-Bob natürlich wieder alleine unterwegs, ganz klar. Diese alten Gemälde sind zum Gähnen langweilig. Tja, wie wir das alles kennen, werden sie jetzt wahrscheinlich Venom ziemlich schnell auf die Schliche kommen. Ja, beziehungsweise es wird erstmal noch eine lehrreiche Einheit geben sein. Auch dieses Jahr. Aber ich habe es langsam satt, den Touristen zu spielen. Ich möchte meinem Vater helfen. Es würde mich nicht wundern, wenn Venom beteiligt wäre. Venom, kannst du dir dann gar nichts anderes denken? Die sind bestimmt Zillionen Meilen entfernt. Zillionen von Meilen. Ja. Ich frage mich gerade, wie viele das sind. Ja, ich mich auch, aber die Zillion war gar nicht so lang, denn Sly Rex ist schon gerade an ihnen vorbeigerauscht. Mit seinem Motorrad Piranha. Ja, T-Bob ist dem Venom-Agenten meist näher, als ihm lieb ist. Ja, das ist wohl wahr. So was will ich. Ich habe auch das nächste Mal eingestürzt. Der goldene Drache ist mittlerweile ein hervorragendes Restaurant geworden. Ja, noch ist die Ursache allerdings unklar. Weil seine Angestellten ausgebeutet wurden. Und ich werde dies zum Anlass nehmen, um meine Rache auszuüben. Das gibt's doch nicht. Rex! Matt, wir werden von einem spionierten Stinktier verfolgt. Aha, wir werden ihm schon... Ja, ein sehr freundlicher Ausdruck für einen Venom-Agenten, muss ich mal sagen. Aber jedenfalls ist die Spur jetzt klar, dass doch Venom dahinter steckt. Tja, ich meine, wir haben es natürlich von Anfang an gewusst, aber Mask ist ja dann doch jede Folge wieder sehr überrascht, dass es Venom ist. Wir haben es vermutet. Ja. Ja, und jetzt kommt ihm auch noch Matt natürlich zu Hilfe. Wir haben die Frechheit, mich zu verfolgen. Stiletto, Action!
So, genau, das war gerade das Stiletto im Einsatz. Diese Maske ist in der Lage, Metallpfeile abzuschießen und somit, wie eben gerade gesehen, unter anderem die Reifen der Fahrzeuge zu zerstören. Ja. Da denke ich mal, hilft nur eins, die Verwandlung. Genau, der Action-Modus. Gator kann ja Gott sei Dank ein Boot in sich beherbergt. Na, aber auch Matt hilfreich. Ja. Kann man jetzt natürlich sinnieren darüber, warum ist er jetzt wieder auf dem Rasen gelandet und nicht im Wasser. Ich meine, das sah man eigentlich aus, als wenn er im Wasser landet. Also, na gut. Das ein oder andere Mal ist das ja doch relativ unlogisch. Was hältst du von einem Besuch im Zoo? Ja, aber ich meine, als Kinder hat uns das doch nicht gestört, oder? Niemals. Kannst du den Park da drüben? Da waren wir immer froh, dass Mask doch am Ende gewonnen hat. Echt? Na, ich eigentlich nicht. Ich war doch noch mal der Freund von Venom. Aber das war im Prinzip immer so. Ich mochte eigentlich auch Skeletor mal lieber als He-Man. So, wenn das nicht gerade Jackhammer war, der da durchs Bild gehuscht ist. Ja, na, ganz schnell. Muss man aber ziemlich schnell hingucken, dass man ihn erkennt. Ich hoffe sehr, dass Alex uns bald nähere Informationen geben kann. Ich überprüfe gerade alle früheren Angestellten des Goldenen Drachen und die Bewohnerliste des Waisenhauses. Wir suchen jemanden, der im Waisenhaus aufgewachsen ist und später im Goldenen Löwen gearbeitet hat. Na, ich hab's gefunden. Da hätten wir doch schon einen. Julian Fong, der Baulöwe. Er ist wahrscheinlich der reichste Mann von ganz Hongkong. Warum um alles in der Welt will er denn die ganze Stadt zerstören? Tja, da würde ich doch gleich mal wieder den schlauen Computer befragen. Ja, wobei Matt ja schon sagte, der Computer hätte keine Ahnung, wenn er seine Finger im Spiel hat. Na, aber Matt wird ja ganz schnell drauf kommen, dass es zu Venom ist. Ja, das ist das gepanzerte Unterseeboot. Hören Sie, Fong, welches bei dem Motorrad Piranha mit dabei ist. Und hier haben wir auch Miles schon, den Anführer von Venom. Ja, diesmal auch wieder mobil unterwegs und nicht wie in den ersten Folgen zu sehen in einem Hauptquartier. Genau. Und es gibt keinen einzigen Cent mehr. Sie vergessen, dass ich derjenige bin, der die so kann er sich auch besser verstecken immer. Ich diktiere die Bedingungen. Vorteile. Also 2 Millionen. Das ist besser. Was sollen wir als nächstes zerstören? Ah, es scheint also eine Kooperation zu geben zwischen Venom und dem Baulöwen. Genau. Ja, das ist auch mal ganz selten in der Folge, dass Venom sich noch einen Partner holt. Sie sind ganz in unserer Nähe. Niemand wird dieses Unternehmen verhindern. Auch Mask nicht. Dafür werde ich mich persönlich einsetzen. Psychologischer Erkennungstest vervollständigt. Julian Fong war ein mittelloses Waisenkind. Sein jetziges Vermögen erwerb. Jetzt hat der Computer doch eine Antwort. Ja, ja, ne. Der Computer von Mask hat irgendwann immer eine Antwort. Später wurde er bei vielen Firmen fristlos entlassen. Er ist wegen Veruntreuung vorbestraft, doch es stellte sich heraus, dass er unschuldig war. Tja, ich denke mal, so einen Computer würden sich viele wünschen. Er nur noch für seine Rache. Er will Genugtuung von all denen. Ich glaube, das Einzige, was der nicht kann, ist Kaffee kochen. Damit wissen wir, wen wir suchen müssen. Nämlich Julian Fong und Miles Mayhem. Ein sauberes Pärchen. Aufgrund von Fongs Biografie hat so, jetzt spitzt sich die Handlung doch langsam zu. Das wäre das Gebäude der Bank von Shanghai. Steuert sozusagen das ihrem Höhepunkt entgegen, welches in dem großen Gefecht, wie in den anderen Folgen ja auch, enden wird. Gloria, du übernimmst das Freiheitsgebäude. Du, Alex, das Victoria Theater. Dusty postiert sich vor der Bank. Also los, wir haben keine Zeit zu verlieren. Tja, nun haben sie zwar rausgefunden, wer der Gegenspieler ist, aber bis jetzt wissen sie nicht genau, was er vorhat. Was natürlich eine sehr brisante Situation ist. Und wo er als nächstes zuschlagen wird. Ja, aber ich bin mir doch mal ganz sicher, dass das unsere Helden Scott und T-Warp rausfinden werden. Nicht wirklich bewusst, aber... Nein, durch Zufall stoßen sie jetzt auf den Baulöwen. Lass uns mit dem Doppeldeckerbus fahren, okay? Aber Scotty, wir wissen doch gar nicht, wohin der fährt. Das ist mir ehrlich gesagt vollkommen egal. Ich wollte schon immer mal mit so einem Ding fahren. Ach ja, das hast du mir bis jetzt gar nicht verraten. Ich muss direkt mal mit Buddy reden, ob der mir nicht so einen Doppeldeckeranschluss anbringen kann. Nun komm schon, beeil dich! So, jetzt gehen die beiden auf die Jagd. Die Fahrt wird bestimmt interessant. Verlass dich darauf, T-Bob. Na, so ein Zufall. Wen haben wir denn da im Bus getarnt?
Wie wir schon richtig vermutet haben, Scott und Tibor wieder mitten drin. Alex, bitte kommen. Na, siehst du dir ein paar nette Filme an? Wir haben zwar ein volles Haus hier, aber von den Gesuchten ist keiner dabei. Was von der Bank entdeckt hast du? Ich könnte mir einen spannenderen Job vorstellen. Nur Scott und T-Bob scheinen zurzeit eine heiße Spur zu haben, auch wenn sie es noch nicht so genau wissen. Ich wollte gerade sagen, noch sind sie relativ unbeteiligt. Er fährt ja ziellos durch die Stadt, aber... Achtung, das wird gleich noch Scott was ergeben. Scott und T-Bob sind gerade ins Freiheitsgebäude gegangen. Ich sorge dafür, dass sie verschwinden. Alex, Dusty, ihr behaltet eure Positionen. Ich fahre sofort ins Freiheitsgebäude. Hier werden sie sie niemals finden. So, das ist die berühmt-berüchtigte Schwingungsbombe. Ich habe einen Riesen. Installiert von Sly Rex, der sich jetzt ganz schnell wieder aus dem Staub macht. Ich glaube, ich werde mir ein Eis gönnen. Scott! Das ist genau das Richtige, um meine Laune zu heben. Was ist? Was soll das? Solche Rütteleien vertragen meine Module nicht. Ich wollte einen gemischten Eisbecher, aber... Ja, dann geht's los, wie gesagt haben Scott und Tibor natürlich wieder mittendrin. Aber was bis jetzt auch auffällt in der Folge, die Fahrzeuge haben auch noch nicht eine wirklich große Rolle gespielt. Nein, bisher sind sie eher untergeordnet aufgetreten. Ja, dieses Mal sind es wirklich reine Transportmittel und nicht zu Kampfzwecken. Ich meine, ich hoffe, es wird sich jetzt gleich noch ändern. Das ist ja immer das Spannendste überhaupt, das in den Folgen. Ich werde versuchen, diese Schwingungen zu neutralisieren. Ich muss sie wieder auf Null bringen. Spektrum, Action! Wieder mal Metz. Multifunktionsmaske im Einsatz. Seltsam, sie bewegt sich immer auf und ab. Man könnte meinen, sie wäre in einem... Aber sicher doch, das ist es, Gloria. Die Bombe ist in einem der Fahrstühle. Und der Fahrstuhl mit der Bombe ist im Erdgeschoss. Das wird ja schon relativ schnell gelöst. Na, das musste ja auch schnell gelöst werden, denn die Zeit läuft ihnen davon. Ja, ne, klar. Der gute Matt ist halt doch zu allem fähig. Aber es sieht so aus, als wenn es jetzt doch gleich noch losgeht. Fahrzeuge auf Action-Modus. Jackhammer und Piranha sind schon im Anmarsch. Achtung, Leute, jetzt geht's richtig rund. Jetzt kommt noch Gator zur Hilfe. Ja, und schon hatte sich das erledigt für Venom. Und wie so oft ergreifen sie die Flucht. Ja, fallen ihnen so schnell die Füße in die Hand, also. Ja, aber Miles lässt sich das natürlich nicht bieten und startet seinerseits zum Angriff. Ganz und gar nicht. Rex, Stecker, wir treffen das unten am Hafen. Ich denke, wir haben sie lange genug aufgehalten. So, jetzt die Verwandlung zum Düsenjet. Fand ich übrigens als Spielzeug auch sehr gut umgesetzt. Das hat mir sehr gut gefallen. Auch sehr schnell und einfach zu verwandeln. Ja, du brauchst bloß das Leitwerk hinten umklappen und dann hast du ja schon fast den Düsenjet. Fand mir immer sehr gut gefallen, war schön. Ah, die gute Gloria. Mit Hilfe ihrer Aura-Maske. Sie ist geschafft, an die Schwingungsbombe heranzukommen. Ich möchte gern, aber ich kann nicht. Scott, ist dir auch nichts passiert? Aber nein, irgendwie fand ich das Ganze echt lustig. Lustig? Du machst wohl Witze. Sieht so vielleicht ein normaler Roboter aus. Ja, und der arme T-Bob ist wieder mal in Mitleidenschaft gezogen worden. Das steht dir aber sehr gut. Das freut mich zu hören. Vielen Dank, Bürgermeister. Auf Wiedersehen. Gute Neuigkeiten? Man hat Julian aus welchem Grund hatte Matt eigentlich eben dunkle Haare? Das ist mir auch noch nie aufgefallen in der Folge, dass Matt einfach mal schwarze Haare hat plötzlich. Ich wollte gerade noch erwähnen, dass der die gleiche Synchronstimme hat wie Matt, aber es war Matt. Also achtet man nochmal drauf. Ich habe es einfach nicht übers Herz gebracht, das ganze schöne Eis wegzuwischen. Deshalb habe ich schließlich alles aufgegessen. Ja, dies ist übrigens eine der Folgen, die in der normalen Reihenfolge in den Boxen nicht enthalten sind, weil Nixbo sie bisher noch nicht lizenzieren konnte. Aber
schütze dich nicht. Wir können sagen, wenn ihr die seht, dann hat's ja so wohl geklappt. Fertig. Da hast du deine neue Mikroprozessorplatine. Die ist ja richtig super klasse. Oh nein. Ja, und wieder die übliche Belehrung am Ende, was man lieber nicht machen sollte oder machen sollte, um seine eigene Sicherheit zu erhöhen. Das wäre sonst wahrscheinlich eine Katastrophe geworden, Tibor. Ich weiß schon, was du sagen willst. Bisher war es doch jedes Mal eine Katastrophe, wenn du versucht hast, mich anzuschließen. Ja, wie gesagt, das war eine sehr interessante Folge, finde ich. Ja. Gerade da Shark eingeführt wurde. Für mich ein genau, eine der wenigen Folgen. Ja, kommt nicht relativ oft vor, Schwarz, sind nicht allzu viele Folgen. Nee, ich finde das Fahrzeug schön und bedauere es eigentlich bis heute, dass es nie als Spielzeug gekommen ist. Ich hätte es immer sehr, sehr gerne gehabt. Für mich eines der besten Fahrzeuge. Gut, die Folge ist zu Ende. Damit müssen wir uns schon wieder verabschieden. Genau, damit sind auch wir am Ende. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit uns. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ja, auf Wiedersehen.